Grüß Gott, liebe Leute. Heute besprechen wir mal wieder ein Märchen. Auf einen in den Kommentaren geäußerten Wunsch einer lieben Zuschauerin hin geht es heute um das Märchen Allerlei Rau. Von den neun Bereichen der menschlichen Psyche, die in meinem Buch Neunfache Selbstheilung beschrieben und unterschieden werden, ist einer der Bereich unseres Selbstwertgefühls. Zu diesem Bereich gibt es mehr Märchen als zu den meisten anderen Bereichen der menschlichen Psyche. Im Aschenputtel haben wir bereits die Heilung unseres Selbstwertgefühls durch einen selbstlosen Dienst an den Notleidenden betrachtet. Im Rumpelstilzchen geht es um die Heilung unseres Selbstwertgefühls, indem wir nicht versuchen, etwas oder jemand Besseres zu sein als der Mensch, als den wir uns selbst sehen. Im König Drosselbart geht es um die Heilung unseres Selbstwertgefühls durch Reue über unser geringschätziges und arrogantes Verhalten. Also auch Reue kann eine starke Heilkraft entwickeln, wenn sie konstruktiv in positives Handeln umgesetzt wird. Und im Märchen Allerlei Rau geht es um die Heilung unseres Selbstwertgefühls durch das Entwickeln echter Demut. Man sieht also, dass die Märchen unterschiedliche Bereiche der menschlichen Psyche beleuchten und dabei von Märchen zu Märchen auch sehr unterschiedliche Facetten aufzeigen, wie wir uns von den psychischen Makeln und Macken heilen können, die wir uns mit unserem eigenen Ego geschaffen haben. In Allerlei Rau geht es also um den steinigen Weg, der mit dem Entwickeln einer echten, starken und strahlend schönen, demütigen Haltung gegenüber dem Leben und anderen Menschen verbunden ist. Es gibt in Indien den Spruch: Mach einen Schritt auf Gott zu, dann kommt Gott dir 100 Schritte entgegen. Die Bedeutung davon ist, dass das entschlossene Entwickeln nur einer einzigen echten spirituellen Tugend bewirken kann, dass wir dadurch auch alle anderen Tugenden entwickeln, weiterentwickeln, die wir brauchen, um auf dem spirituellen Weg voranzukommen. Das heißt, obwohl die deutschen Volksmärchen unterschiedliche Bereiche der menschlichen Psyche adressieren, und für unsere Probleme in diesen Bereichen auch unterschiedliche Heilungsstrategien aufzeigen, birgt nahezu jedes dieser Märchen in sich einen Schlüssel, der uns weit im Leben voranbringen kann, innerlich voranbringen. Schauen wir uns also Allerlei Rau an. Es war einmal ein König, der hatte eine Frau mit goldenen Haaren und sie war so schön, dass ich ihresgleichen nicht mehr auf Erden fand. Es geschah, dass sie krank lag und als fühlte sie bald, dass sie sterben würde, rief sie den König und sprach: Wenn du nach meinem Tode dich wieder vermählen willst, so nimm keine, die nicht ebenso schön ist als ich bin und die nicht solche Haare hat, wie ich habe. Das musst du mir versprechen. Nachdem es ihr der König versprochen hatte, tat sie die Augen zu und starb. Meistens gibt es in den ersten Sätzen eines Märchens einen Hinweis auf das Thema, also welcher Bereich der menschlichen Psyche hier besprochen wird. In diesem Fall gibt die sterbende Königin das Thema vor. Sie ist schön und hat wunderschönes goldenes Haar. Die Tugend, die hier verschlüsselt ist, hat also eine sehr schöne Ausstrahlung und wirkt sehr anziehend auf andere Menschen. Haar symbolisiert Kraft und goldenes Haar steht für spirituelle Kraft. Ist auch bei Tolkien so, wenn er von goldenem Haar spricht. Es geht also um eine Tugend, die eine große Kraft hat, uns auf dem spirituellen Weg voranzubringen. Diese Angaben alleine reichen in diesem Fall noch nicht ganz, um das Thema des Märchens zu ermitteln. Später ist es die Prinzessin,
die ein sehr demütiges und bescheidenes Wesen an den Tag legt und sich wie Aschenputtel mit Asche beschmiert, die aufzeigt, dass die Königin und ihre Tochter dasselbe Prinzip, nämlich die Tugend der Demut, symbolisieren. Von den Bereichen unserer Psyche her geht es also um das Selbstwertgefühl. Der Tod der Königin symbolisiert den Verlust unserer Demut aufgrund eines Mangels an Selbstwertgefühl. Ein von Minderwertigkeitsgefühlen getriebenes Verhalten neigt zu allen möglichen Kompensationshandlungen, um uns selbst aufzuwerten und besser und wichtiger zu machen, sodass wir unsere Demut verlieren. Die Auflage der sterbenden Königin an den König, nur eine Frau nehmen zu dürfen, die so schön ist und so goldenes Haar hat wie sie, symbolisiert, dass wir die Impulse zu solchen Kompensationshandlungen in uns wahrnehmen und sie unterlassen sollten. Keine Kompensationshandlung hat die Schönheit von Handlungen, die einem authentischen Selbstwertgefühl entspringen. Statt einer Kompensation für unsere Minderwertigkeitsgefühle sollten wir also eine wahre Heilung unseres Selbstwertgefühls anstreben. Eine tatsächliche Heilung unseres Selbstwertgefühls weist auch eine große spirituelle Kraft auf, symbolisiert von den goldenen Haaren. Der König symbolisiert hier unseren Verstand, auf dessen Grundlage wir unsere Wahl treffen, mit welchen Mitteln wir Heilung für unsere Minderwertigkeitsgefühle finden wollen. Die Tochter der Königin symbolisiert das uns verbliebene Potenzial, Heilung für unsere Minderwertigkeitsgefühle zu finden, indem wir Demut entwickeln. Der König war lange Zeit nicht zu trösten und dachte nicht daran, eine zweite Frau zu nehmen. Endlich sprachen seine Räte: Es geht nicht anders, der König muss sich wieder vermählen, damit wir eine Königin haben. Nun wurden Boten weit und breit herumgeschickt, um eine Braut zu suchen, die an Schönheit der verstorbenen Königin ganz gleich käme. Es war aber keine in der ganzen Welt zu finden, und wenn man sie auch gefunden hätte, so war doch keine da, die solche goldene Haare gehabt hätte. Also kamen die Boten unverrichteter Sache wieder heim. Die Alternativlosigkeit zur Suche nach einer neuen Frau für den König symbolisiert, dass Minderwertigkeitsgefühle unerträglich sind und wir nur in Demut eine echte Wertschätzung für uns selbst entwickeln können. Ohne die Fähigkeit, uns selbst zu schätzen, ohne ein gesundes Selbstwertgefühl und ohne Demut, die unser Selbstwertgefühl beschützt, können wir nicht leben. Wenn wir unter Minderwertigkeitsgefühlen leiden, werden wir immer instinktiv versuchen, uns aufzuwerten und unser Selbstwertgefühl eigennützig aufzubauen. Es gibt allerdings keine Kompensationshandlung, die unser Selbstwertgefühl wiederherstellen kann. Nur die Schaffung eines authentischen Selbstwertgefühls wird uns heilen. Die unverrichteter Dinge zurückkehrenden Boten symbolisieren, dass es nicht so leicht ist, eine einmal verlorene Demut und das damit einher verlorene Selbstwertgefühl wiederherzustellen. Nun hatte der König eine Tochter, die war gerade so schön wie ihre verstorbene Mutter und hatte auch solche goldene Haare. Als sie herangewachsen war, sah sie der König einmal an und sah, dass sie in allem seiner verstorbenen Gemahlin ähnlich war und fühlte plötzlich eine heftige Liebe zu ihr. Da sprach er zu seinen Räten: Ich will meine Tochter heiraten, denn sie ist das Ebenbild meiner verstorbenen Frau und sonst kann ich doch keine Braut finden, die ihr gleicht. Als die Räte das hörten, erschraken sie und sprachen: Gott hat verboten, dass der Vater seine Tochter heirate. Aus der Sünde kann nichts Gutes entspringen und das Reich wird mit ins Verderben gezogen. Die Tochter erschrak noch mehr,
als sie den Schloss ihres Vaters vernahm, hoffte aber, ihn von seinem Vorhaben noch abzubringen. Da sagte sie zu ihm: Ehe ich euren Wunsch erfülle, muss ich erst 3 Kleider haben. Eins so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond und eins so glänzend wie die Sterne. Ferner verlange ich einen Mantel von 1000erlei Pelz und Rauchwerk zusammengesetzt, und an jedes Tier in eurem Reich muss ein Stück von seiner Haut dazu geben. Sie dachte aber: Das anzuschaffen ist ganz unmöglich, und ich bringe damit meinen Vater von seinen bösen Gedanken ab. Der König ließ aber nicht ab, und die geschicktesten Jungfrauen in seinem Reich mussten die 3 Kleider weben, eins so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond und eins so glänzend wie die Sterne. Und seine Jäger mussten alle Tiere im ganzen Reich auffangen und ihnen ein Stück von ihrer Haut abziehen. Daraus ward ein Mantel aus 1000erlei Rauchwerk gemacht. Endlich, als alles fertig war, ließ der König den Mantel herbeiholen, breitete ihn vor seiner Tochter aus und sprach: Morgen soll die Hochzeit sein. Die ursprüngliche Hochzeit von König und Königin symbolisiert die innere Hochzeit nach einem ausreichenden spirituellen Reifeprozess und dem Entwickeln der nötigen Tugenden wie Demut, die aufrichtige Kommunikation unserer Defizite und durch selbstlosen Dienst ein authentisches, aus sich selbst heraus leuchtendes Selbstwertgefühl zu haben. Der König will die Prinzessin heiraten. Ein angestrebter Inzest im Märchen symbolisiert das Verlangen eines ego-bestimmten Verstandes, uns selbst wertvoll zu fühlen und schätzen zu können, ohne uns bei diesem Streben an die göttlichen Regeln zu halten und etwas dafür tun zu müssen, die richtige Disziplin einhalten zu müssen. Wir suchen nach einer Abkürzung, nach einem guten Selbstwertgefühl und innerer Erfüllung. In der Praxis begehen Menschen, die Drogen nehmen, zum Beispiel einen solchen, im symbolischen Sinne einen solchen Inzest, da sie die erfüllende Erfahrung eines gesunden Selbstwertgefühls erzwingen wollen, ohne etwas dafür zu tun. Dasselbe gilt auch für alle anderen Arten von Sucht. Auch wenn wir ein falsches Image von uns selbst aufbauen, um die Wertschätzung und Bewunderung anderer zu erlangen und von diesem falschen Bild von uns selbst abhängig werden, dann wird eine solche Handlung vom Inzest symbolisiert. Durch den Versuch, Abkürzungen zur inneren Erfüllung zu nehmen, indem etwas oder jemand in der Außenwelt uns Erfüllung und Wertschätzung schenken soll, verstoßen wir gegen die göttlichen Gesetze. Dieser Weg ist uns eigentlich durch die göttlichen Gesetze verboten und verwehrt und kann niemals zum Ziel eines erfüllten Lebens führen. Ein Kleid symbolisiert die äußere Erscheinung, die wir für die Welt abgeben. Der König soll 3 Kleider besorgen, ein goldenes, ein silbernes und ein wie die Sterne funkelndes. Gold symbolisiert die Ebene unserer selbstleuchtenden spirituellen Eigenschaften. Das goldene Kleid symbolisiert also die äußere Erscheinung, dass wir unsere Seeleneigenschaften entwickelt haben, die Ausstrahlung, die wir dann haben. Silber symbolisiert die mentale Ebene, also das Entwickeln von richtigem Denken und richtigem Handeln im Leben. Das silberne Kleid symbolisiert entsprechend die äußere Erscheinung eines veredelten, verfeinerten Verstandes, der reine und tugendhafte Gedanken und Absichten entwickelt. Die Sterne sind einerseits mit dem Mond verwandt, weil sie nur nachts deutlich zu sehen sind, und andererseits mit der Sonne, weil es sich ja bei jedem der vielen Sterne um eine weit entfernte Sonne handelt. Insgesamt dienen die Sterne der Orientierung in der Nacht, damit symbolisiert, dass wir Sterne funkelnde Kleid, die äußere Erscheinung, dass wir ein ganz auf das Erreichen der inneren Erfüllung und unseren Einklang mit Gott ausgerichtetes Leben führen.
Tiere symbolisieren Emotionen, weil ihr Verhalten von Instinkten gesteuert wird. Tierpelze symbolisieren die Außenwirkung unserer vielen unterschiedlichen Emotionen. Emotionen, die aus einem Gemüt kommen, das seine Verbindung zum wahren Selbst verloren hat, symbolisiert durch den Tod der Mutter, haben immer eine gewisse Negativität und Rauheit an sich. Daher der Name Allerlei Rau für die vielen Tierpelze, symbolisch für die vielen Emotionen. Dennoch verbirgt sich hinter all unseren Emotionen in der Tiefe unser wahres Selbst. Der Mantel aus tausenderlei Tierpelzen symbolisiert also den Umstand, dass unsere eigentliche Demut und unser Selbstwertgefühl als auf uns wartendes Potenzial eines erfüllten Lebens hinter unseren zahllosen Emotionen verborgen ist. Das Verlangen der Prinzessin nach diesen vier unterschiedlichen Kleidern, um das inzestuöse Anliegen ihres Vaters abzuwenden, symbolisiert, dass wir unseren Neigungen durch Sinnesfreuden, Süchte und Bewunderung von außen Abkürzungen zur Erfüllung zu suchen, etwa echtes spirituelles Streben entgegenhalten müssen, also dem müssen wir das entgegenhalten, um nicht vom Weg zu wahrer Erfüllung abzuirren. Es kann aber gut sein, dass all unser spirituelles Streben, unsere Neigung, von der Außenwelt bekommen zu wollen, was wir nur in uns finden können, und auf diesem Weg Abkürzungen zum Ziel eines erfüllten Lebens zu wählen, nicht transformieren kann, sodass wir uns selbst auch weiterhin Leid in unserem Leben erzeugen. Als nun die Königstochter sah, dass keine Hoffnung mehr war, ihres Vaters Herz umzuwandeln, so fasste sie den Entschluss zu entfliehen. In der Nacht, während alles schlief, stand sie auf und nahm von ihren Kostbarkeiten dreierlei: einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnrädchen und ein goldenes Haspelchen. Die drei Kleider von Sonne, Mond und Sterne tat sie in eine Nussschale, zog den Mantel von Allerlei Rauchwerk an und machte sich Gesicht und Hände mit Ruß schwarz. Dann befahl sie sich Gott und ging fort und ging die ganze Nacht, bis sie in einen großen Wald kam. Und weil sie müde war, setzte sie sich in einen hohlen Baum und schlief ein. Die Flucht der Prinzessin symbolisiert die Unmöglichkeit, Erfüllung in der Außenwelt und durch Bestätigung von außen zu finden. Wenn wir einige der benötigten spirituellen Tugenden und Gewohnheiten entwickeln und die Neigung, Abkürzungen zum Ziel zu wählen, verschwindet dennoch nicht, dann wird das Leid stärker, damit unsere Sehnsucht nach der spirituellen Wahrheit und Erfüllung auch stärker wird. Wir sind nicht frei und unser spirituelles Streben nach der inneren Vereinigung mit Gott ist auch nicht frei. Unsere spirituelle Reifung zieht sich vor unseren Versuchen, eine Abkürzung zu wählen, zurück, und wir durchlaufen in der Folge einen Reinigungsprozess, um die nötige Reinheit und Demut zu entwickeln, die wir für ein gesundes Selbstwertgefühl brauchen. Der goldene Ring symbolisiert unsere Treue zu Gott in unserem Herzen als unserem wahren Selbst. Das Spinnrädchen ist ein Symbol für das Wirken des Schicksals, und ein goldenes Spinnrädchen symbolisiert ein spirituelles Bewusstsein, das ganz darauf ausgerichtet ist, dem Kreislauf des Karmas, der uns von Wiedergeburt zu Wiedergeburt drängt, zu entkommen, indem wir durch das richtige Handeln unser schlechtes Karma erschöpfen und reif werden, unser Innerstes wieder mit Gott zu vereinen. Das goldene Spinnrädchen symbolisiert also eine Lebensführung, bei der wir ausschließlich positives Karma aufbauen und negatives Karma abbauen, indem wir einerseits anderen Menschen nur Gutes tun und außerdem selbstlos im Dienst an den Notleidenden tätig sind. Das goldene Haspelchen symbolisiert die Summe des positiven Karmas, das wir uns durch unsere guten und selbstlosen Taten schaffen.
Die Nussschale, in der sich die Kleider befinden, symbolisiert unsere Fähigkeit, unseren eigenen Gemütszustand nach Belieben zu steuern, sei es, dass wir ganz in unserem inneren Frieden ruhen, das goldene Kleid, sei es, dass wir klare und richtige Gedanken produzieren, das silberne Kleid, sei es, dass wir uns in unserem Streben nach den richtigen Antworten auf die Fragen und Probleme in unserem Leben richtig orientieren, sodass wir die spirituell richtigen Antworten und Lösungen für unser Leben finden, das Sternenkleid. Das Einschmieren mit Ruß und das Wickeln in den allerlei Raummantel symbolisieren eine bedingungslose Selbstannahme. Wir können Demut nur authentisch entwickeln, wenn wir uns selbst mit unseren Schwächen und Makeln annehmen und durch unsere Selbsterinnerung an unsere Schwächen und Makel auch Demut entwickeln. Wenn wir uns nicht selbst an unsere Schwächen erinnern, werden es unsere Mitmenschen tun. Selbstannahme und Demut gehören insofern eng zusammen, weil jeglicher Geltungsdrang gegenüber anderen, durch den wir versuchen, uns aufzuwerten, eine Kompensation für unsere Minderwertigkeitsgefühle ist. Und unsere Minderwertigkeitsgefühle zeigen, dass wir uns selbst ablehnen und für nicht liebenswert halten, sonst hätten wir diese Gefühle nicht. Der Weg zum Selbstwertgefühl geht also über das Erlernen, uns selbst anzunehmen, wie wir sind, während wir danach streben, unseren Geist zu reinigen und zu veredeln und demütig zu werden. Die Sonne ging auf und sie schlief fort und schlief noch immer, als es schon hoher Tag war. Da trug es sich zu, dass der König, dem dieser Wald gehörte, darin jagte. Als seine Hunde zu dem Baum kamen, schnupperten sie, liefen ringsherum und bellten. Sprach der König zu den Jägern: Seht nach, was dort für ein Wild sich versteckt hat. Die Jäger folgten dem Befehl und als sie wiederkamen, sprachen sie: In dem hohlen Baum liegt ein wunderliches Tier, wie wir noch niemals eins gesehen haben. An seiner Haut ist tausenderlei Pelz. Es liegt aber und schläft. Sprach der König: Seht zu, ob ihr es lebendig fangen könnt. Dann bindet's auf den Wagen und nehmt's mit. Als die Jäger das Mädchen anfassten, erwachte es voll Schrecken und rief ihnen zu: Ich bin ein armes Kind, von Vater und Mutter verlassen. Erbarmt euch mein und nehmt mich mit. Da sprachen sie: Allerlei Rau, du bist gut für die Küche. Komm nur mit, da kannst du die Asche zusammenkehren. Also setzten sie es auf den Wagen und fuhren heim in das königliche Schloss. Dort wiesen sie ihm ein Ställchen an unter der Treppe, wo kein Tageslicht hinkam, und sagten: Rautierchen, da kannst du wohnen und schlafen. Dann ward es in die Küche geschickt, da trug es Holz und Wasser, schürte das Feuer, rupfte das Federvieh, belas das Gemüse, kehrte die Asche und tat alle schlechte Arbeit. Dieser Abschnitt, in dem die Prinzessin niedere Arbeiten verrichtet, erinnert ein wenig an Aschenputtel und ihren selbstlosen Dienst. Wir brauchen Demut, um das nötige Selbstwertgefühl zu entwickeln. Und wir brauchen den selbstlosen Dienst, um die nötige Demut zu entwickeln. Der selbstlose Dienst an den Notleidenden ist also ein unverzichtbares Werkzeug zum Erreichen des Ziels authentischer Demut. Da lebte Allerlei Rau lange Zeit recht armselig. Ach, du schöne Königstochter, wie soll's mit dir noch werden? Es geschah aber einmal, dass ein Fest im Schloss gefeiert war, da sprach sie zum Koch: Darf ich ein wenig hinaufgehen und zusehen? Ich will mich außen vor die Türe stellen. Antwortete der Koch: Ja, geh nur hin, aber in einer halben Stunde musst du wieder hier sein und die Asche zusammentragen. Dann nahm sie ihr Öllämpchen, ging in ihr Ställchen, zog den Pelzrock aus und wusch sich den Ruß vom Gesicht und den Händen ab, so dass ihre volle Schönheit wieder an den Tag kam.
Dann machte sie die Nuss auf und holte ihr Kleid hervor, das wie die Sonne glänzte. Und wie das geschehen war, ging sie hinauf zum Fest und alle traten ihr aus dem Weg, denn niemand kannte sie und meinten nicht anders, als dass es eine Königstochter wäre. Der König aber kam ihr entgegen, reichte ihr die Hand und tanzte mit ihr und dachte in seinem Herzen, so schön haben meine Augen noch keine gesehen. Als der Tanz zu Ende war, verneigte sie sich und wie sich der König umsah, war sie verschwunden und niemand wusste, wohin. Die Wächter, die vor dem Schlosse standen, wurden gerufen und ausgefragt, aber niemand hatte sie mehr erblickt. Der König, in deren Dienste die Prinzessin sich begeben hat, symbolisiert wie ihr Vater unseren gesunden Menschenverstand. Die Feste des Königs symbolisieren jene Momente, in denen uns sozusagen die innere Hochzeit aus richtigem Denken und innerer spiritueller Erfüllung gelingt. Das goldene Kleid, in dem die Prinzessin zuerst tanzt, symbolisiert die spirituellen Eigenschaften, die wir für unsere Mitmenschen sichtbar und erfahrbar machen. Es braucht aber eine lange Zeit der Übung, um die innere Hochzeit dauerhaft zu machen. Sie war aber in ihr Ställchen gelaufen, hatte geschwind ihr Kleid ausgezogen, Gesicht und Hände schwarz gemacht und den Pelzmantel umgetan und war wieder allerlei rau. Als sie nun in die Küche kam und an ihre Arbeit gehen und die Asche zusammenkehren wollte, sprach der Koch, lass das gut sein bis morgen und koche mir da die Suppe für den König. Ich will auch einmal ein bisschen oben zugucken, aber lass mir kein Haar hineinfallen, sonst kriegst du in Zukunft nichts mehr zu essen. Da ging der Koch fort und allerlei Rau kochte die Suppe für den König und kochte eine Brotsuppe, so gut es konnte. Und wie sie fertig war, holte es in dem Ställchen seinen goldenen Ring und legte ihn in die Schüssel, in welche die Suppe angerichtet ward. Als der Tanz zu Ende war, ließ sich der König die Suppe bringen und aß sie und sie schmeckte ihm so gut, dass er meinte, niemals eine bessere Suppe gegessen zu haben. Wie er aber auf den Grund kam, sah er da einen goldenen Ring liegen und konnte nicht begreifen, wie er da hingeraten war. Da befahl er, der Koch sollte vor ihn kommen. Der Koch erschrak, wie er den Befehl hörte und sprach zum allerlei Rau. Gewiss hast du ein Haar in die Suppe fallen lassen. Wenn's wahr ist, so kriegst du Schläge. Als er vor den König kam, fragte dieser, wer die Suppe gekocht hätte. Antwortete der Koch, ich habe sie gekocht. Ist ja doch anständig, der Koch, ne? Der König sprach, das ist nicht wahr, denn sie war auf eine andere Art und viel besser gekocht als sonst. Antwortete er, ich muss gestehen, dass ich sie nicht gekocht habe, sondern das Rautierchen. Sprach der König, geh und lass es heraufkommen. Die Brotsuppe symbolisiert die Herzenswärme, die wir an andere Menschen verschenken und die gleichzeitig dem Schenkenden wie den Beschenkten als Nahrung dient. Der goldene Ring, der dem König übermittelt wird, symbolisiert, wie schon gesagt, die richtige Treue zu uns selbst, also zu unserem wahren Selbst, das ein Funken des Göttlichen ist, also letztlich die Treue zu Gott. Er symbolisiert also die Treue zu Gott in unserem Herzen. Als Anmerkung, die goldenen Ringe, die bei einer Hochzeit gewechselt werden, symbolisieren primär die Treue zu unserem wahren Selbst, also zu Gott in unserem Herzen, und nur sekundär die Treue zu unserem Partner. Als allerlei Rau kam, fragte der König, wer bist du? Ich bin ein armes Kind, das keinen Vater und keine Mutter mehr hat. Fragte er weiter, wozu bist du in meinem Schloss? Antwortete es, ich bin zu nichts gut, als dass mir die Stiefel um den Kopf geworfen werden. Fragte er weiter,
Wo hast du den Ring her, der in der Suppe war? Antwortete es, von dem Ring weiß ich nichts. Also konnte der König nichts erfahren und musste es wieder fortschicken. Die Fortschritte auf unserem Weg stellen unsere Demut auf die Probe. Es ist wichtig, dass wir uns nicht mit unseren Fortschritten brüsten, also sie sagt ja nichts, dass wir uns das Bewusstsein bewahren, dass wir die Erfolge in unserem Leben der göttlichen Gnade zu verdanken haben und die Misserfolge unseren eigenen Fehlern zuzuschreiben haben, damit wir der spirituellen Wahrheit nahe und demütig bleiben. Über eine Zeit war wieder ein Fest, da bat allerlei Rau den Koch wie voriges Mal um Erlaubnis zusehen zu dürfen. Antwortete er, ja, aber komm in einer halben Stunde wieder und koch dem König die Brotsuppe, die er so gerne isst. Da lief es in sein Ställchen, wusch sich geschwind, nahm aus der Nuss das Kleid, das so silbern war wie der Mond, und tat es an. Da ging sie hinauf und glich einer Königstochter, und der König trat ihr entgegen und freute sich, dass er sie wieder sah, und weil eben der Tanz anhub, so tanzten sie zusammen. Als aber der Tanz zu Ende war, verschwand sie wieder so schnell, dass der König nicht bemerken konnte, wo sie hinging. Sie sprang aber in ihr Ställchen und machte sich wieder zum Rautierchen und ging in die Küche, die Brotsuppe zu kochen. Als der Koch oben war, holte es das goldene Spinnrad und tat es in die Schüssel, sodass die Suppe darüber angerichtet wurde. Danach ward sie dem König gebracht, der aß sie und sie schmeckte ihm so gut wie das vorige Mal und ließ erneut den Koch kommen, der musste auch diesmal gestehen, dass allerlei Rau die Suppe gekocht hätte. Allerlei Rau kam wieder vor den König, aber sie antwortete, dass sie nur dazu da wäre, dass ihr die Stiefel an den Kopf geworfen würden und dass sie von dem goldenen Spinnrädchen gar nichts wüsste. Wenn sich die Momente wiederholen, in denen wir Gott in unserem Herzen sehr nahe sind, wiederholen sich die genannten Anforderungen an das Entwickeln von Demut. Das goldene Spinnrädchen in der Brotsuppe des Königs symbolisiert, dass wir unser negatives Karma durch gute Taten schließlich erschöpfen, sodass es kein Karma mehr gibt, das uns in den Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt zwingt. Aber auch an diesem Punkt müssen wir noch weiter Demut entwickeln. Unser Ego wird bis zum Ziel versuchen, dass wir uns selbst für unsere Fortschritte und für unsere Ausstrahlung rühmen und uns toll finden, sodass uns unsere kostbare Demut verloren geht. Die Gefahr besteht immer noch. Als der König zum dritten Mal ein Fest anstellte, da ging es nicht anders als die vorigen Male. Der Koch sprach zwar, du bist eine Hexe, Rautierchen, und tust immer was in die Suppe, davon sie so gut wird und dem König besser schmeckt, als was ich koche. Doch weil sie so bat, so ließ es auf die bestimmte Zeit hingehen. Nun zog es ein Kleid an, das wie die Sterne glänzte und trat damit in den Saal. Der König tanzte wieder mit der schönen Jungfrau und meinte, dass sie noch niemals so schön gewesen wäre. Während er tanzte, steckte er ihr heimlich, ohne dass sie es merkte, einen goldenen Ring an den Finger und hatte befohlen, dass der Tanz recht lange währen sollte. Wie er zu Ende war, wollte er sie an den Händen festhalten, aber sie riss sich los und sprang so geschwind unter die Leute, dass sie vor seinen Augen verschwand. Sie lief, was sie konnte, in ihr Ställchen unter der Treppe, weil sie aber zu lange und über eine halbe Stunde geblieben war, so konnte sie das schöne Kleid nicht mehr ausziehen, sondern warf nur den Mantel von Pelz darüber und in der Eile machte sie sich auch nicht ganz rußig, sondern vergaß einen Finger, der weiß blieb. Allerlei Rau lief nun in die Küche, kochte dem König die Brotsuppe und legte
wie der Koch fort war, den goldenen Haspel hinein. Der König, als er den Haspel auf dem Grunde fand, ließ allerlei Rauh rufen. Da erblickte er den weißen Finger und sah den Ring, den er im Tanze ihr angesteckt hatte. Da ergriff er sie an der Hand und hielt sie fest, und als sie sich losmachen und fortspringen wollte, tat sich der Pelzmantel ein wenig auf und das Sternenkleid schimmerte hervor. Der König fasste den Mantel und riss ihn ab. Da kamen die goldenen Haare hervor und sie stand da in voller Pracht und konnte sich nicht länger verbergen. Und als sie Ruß und Asche aus ihrem Gesicht gewischt hatte, da war sie schöner, als man noch jemand auf Erden gesehen hatte. Der König aber sprach: Du bist meine liebe Braut und wir scheiden nimmermehr voneinander. Darauf ward die Hochzeit gefeiert und sie lebten vergnügt bis zu ihrem Tod. Diese letzte Sequenz symbolisiert das Erreichen des spirituellen Ziels des menschlichen Lebens, die innere Hochzeit, in der unser Denken in unserer spirituellen Selbstverwirklichung aufgeht und darin verschmilzt. Wenn wir uns bis zum Schluss demütig um das richtige Handeln bemühen, uns bis zum Schluss durch gute und selbstlose Taten nur gutes Karma schaffen, der goldene Haspel, anderen Menschen mit einer grundsätzlichen Herzenswärme begegnen, die Brotsuppe, dann können wir unser wahres Selbst verwirklichen und ganz eins mit Gott werden, sodass wir die Schönheit der göttlichen Eigenschaften und unser Einssein mit Gott dauerhaft genießen können. Das war's mit dem Märchen. Wenn man in der Gesellschaft beobachtet, wie viel Energie Menschen aufbringen, nur um von anderen toll gefunden und wenn möglich bewundert zu werden, sieht man auch, wie unfassbar viel Zeit und Energie wir als Gesellschaft sparen und für nützliche Dinge im Dienst an der Gesellschaft verwenden könnten, wenn wir alle grundsätzlich ein gesundes Selbstwertgefühl hätten und in Demut verankert wären. In diesem Sinne soll diese Märcheninterpretation eine Inspiration sein, Demut zu entwickeln, sodass wir die Jagd nach Energie von außen einstellen und uns um die wirklich wichtigen Dinge im Leben kümmern, nämlich dass Frieden in der Welt herrscht und die Menschheit glücklich ist. Das war's wieder für heute. Hinterlasst mir unten eure Kommentare und Fragen und denkt immer daran, wir können in der Welt nur erschaffen, was in uns ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, muss zuerst in uns Frieden sein. Klickt doch auf Gefällt mir, abonniert meine Videos und verbreitet sie. Bis dahin.